da geht jedem Rallye-Fahrer das Herz auf. Also wer E30 M3 mag, der mag auch immer Lancia Delta Integrale. Ja, schon geil. Ja, hier haben wir den Red Bull Honda bepowert. Kannst dich noch erinnern an so einem ähnlichen Fahrzeug? Hast du in Essen schon mal Räder gewechselt? Junge! Einen wunderschönen guten Tag. So, jetzt geht's rein bei MECC Maastricht auf die Interclassics. Na, schauen wir mal, was die hier so ausgestellt haben, was wir euch Schönes zeigen können. Wir nehmen euch mit, gleiches Spiel wie in Essen. Einmal Matchbox mit Kerstin. Ja, und dann gucken wir doch mal, was hier so los ist, ne? Wir haben auf jeden Fall schon ein paar schöne Autos draußen auf dem Parkplatz stehen sehen. Na, schaut mal, was hier los ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das so voll ist heute. Wahnsinn, ey. Schön. Da hinten haben wir die Grand Prix-Klassiker aus Zandvoort. Ja, Halle ist schon krass. Die ist auch hoch hier. Also, Wahnsinn. Ja, gehen wir mal hier rund und schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir am Stand von Premium Cars und die haben echt schicke Dinger hier. Zum einen haben wir hier einen schönen Cossi stehen. Sierra Cosworth. Sehr guter Zustand hier. Also, was wollen wir denn aufrufen für das Auto? Ah, günstige 94.000 Euro. 23.000 erst gelaufen, Leute. Schön. Ja, innen drin ist echt geil. Also wirklich gut gemacht. Aber an dem Stand hier, da gibt es ja auch wirklich noch mehr. Da gehen wir gerade mal hier rüber. Schon Wahnsinn, also was hier los ist heute. Da haben wir einen Lotus Omega stehen. Auch genauso toll und genauso selten. Vielleicht sogar noch seltener, logischerweise. Ja, damals die schnellste Limousine, die es gab. Serienlimousine. Ja, was soll der bringen? Der ist sogar günstiger. 84. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. 630 Stück weltweit damals. Auch schön. Wahnsinn, toll. Gucken wir mal. Der Flügel, der kann auch was. Farbe ist auch geil. Also British Racing Green. Ja, schon cool, was die hier alles so stehen haben. Ne, der 325i ist zwar schön, aber daneben steht ein wunderbarer E46 M3. Also Leute, wir werden ja heute ein bisschen was sehen. Ja, nachdem ich Kerstin gerade mal die Feinheiten des Lotus Omega erklärt habe und sie sagte, ey, ich habe null Ahnung, das habe ich noch nie gesehen, das Auto, aber ist klar bei der geringen Stückzahl. Ja, schöner GT3 hier. 996 Turbo, ja, dass das mittlerweile schon Klassiker sind, ist echt schon krass, ne? Ja, oh, schön, hat die Recaro-Sitze drin. Dem Porsche Wappen drauf. Ja, einfach ein geiles Auto, ne? Was soll denn sowas mittlerweile hier kosten? Ja, hier läuft doch geile Mucke überall. Stil echt. 129 kostet der hier. Aber hat er 27.000 Kilometer gelaufen. Also, ja, Wahnsinn. So, und jetzt gehen wir mal rüber zu meiner Jugendliebe. Der ein oder andere weiß schon, was es ist. Nein, kein Clio 3 RS, sondern E46 M3. Und ich habe da, glaube ich, einen sehr schönen gesehen. Der hat zwar Schiebedach, aber wenn das ein Handschalter ist, dann wäre ich ja schon verliebt. Es ist keine US-Version hier. Manuell geschaltet, 66 gelaufen. Und der kostet 69.000 Euro jetzt. Handgeschaltet, immer noch ein guter Zustand hier. Also Leder ist nichts dran. Wie gesagt, 66 erst gerannt, das Ding. Schöne Farbe. CSL, silbergrau. Und ja, voll geil auf jeden Fall. Soll übrigens 69.000 Euro kosten. Und das ist natürlich mittlerweile dann schon dreieckiges Geld, ne? Auch wenn es ein Facelift-Modell ist, manuell geschaltet. Sieht echt einen guten Zustand hier aus. Also, geil, einfach immer noch ein Traumauto, Leute. Ja, haben sie schön Michelin Pilot Sport 4 mal drauf gemacht.
Also ein bisschen Upgrades, ein bisschen modernisiert. Ja, hier ist geil. Der Stand ist gut. Der Stand ist gut. Ja, ist schon toll. Dieser Stand ist auf jeden Fall hier sehr BMW-lastig. Also neben dem M6 Cabrio hier mit dem begehrten V10, deswegen haben die auch die Haube mal aufgemacht. Also ist schon cool, dass man hier zum einen so nah ran kann und dass man auch wirklich alles mal sehen darf. Ich habe auch gesehen, der M3 hier, der ist offen, also Tür geht auf. Ne? Haben sie einen E92 hier stehen, auch in der Sonderfarbe als Cabrio. Aber hier geht es mal weiter. M5 Armada, einmal legendär E60 V10. Und daneben haben wir natürlich einen schönen E39 mit dem V8. Ist kein Facelift-Modell, aber ein sehr gefragtes Auto mittlerweile, auch mit dieser Bicolor-Lederausstattung hier. Ja, ist schon ganz toll. Also Leute, ist das nicht immer noch ein geiler Wagen? Also für mich ist das absolut zeitlos hier. Sieht immer noch geil aus, immer noch schön. Ja, da haben wir ihn. 5 Liter V8, 400 PS, damals die schnellste Limousine, die es gab. Schon noch mit dem schönen Hinweis von Castrol, welches Öl zu fahren ist. Ja, und wie gesagt, echter Klassiker. Soll übrigens kosten 69,9. Kostet gleiche wie der E46 M3. 41.000 Kilometer gelaufen, Baujahr 2000. Ist natürlich hier von der Laufleistung extrem krass. Ne? Also sieht auch sauber aus, selbst wenn man in den letzten Winkel vom Motor reinguckt. Ja, Mitsubishi 3000 GT, damals Biturbo, 3 Liter, Allrad. Der war bei Gran Turismo 1 ein echter Kracher. Wahrscheinlich jetzt auch nur 10.000 gelaufen hier. Also ja, der hat auch hier diese optionellen Dinger zum Hochziehen. Damals konnte man das Vorder ein bisschen abdunkeln. Ja, und wie gesagt, Zustand hier sehr, sehr gut. Aber auch dreieckig gelb natürlich. Ne? Ja, und da gucken auch alle. Ne? Ja, Mitsubishi 3000 GT. Kommen wir in einer ganz anderen Form, Sprache und Welt. Aber immer noch ein sehr cooles Auto. Und damals wirklich ein echter Porsche-Killer. Ne? Mit dem Antriebskonzept und dem Motor hier. Ja, der hat doch was, was dir gefällt, Kerstin. Der hat Klappscheinwerfer. Du magst auch Klappscheinwerfer, ja. Ja, schönes Auto, wie gesagt. Ein bisschen hoch an der Hinterachse, ist halt original. Boah, der soll jetzt 74 kosten. Man hat 6500 Kilometer erst drauf. Wahnsinn, oder? Baujahr 92. Und das war irre schnell. Erste Lack, Original-Lack. Guck mal, der hat noch die Reifen drauf von 1992 hier. Ja, ja, die müssen neu, aber du lässt das so stehen, damit jeder sieht, ey, das ist wirklich so. Nicht gedreht, ja. Nicht gedreht, nee. Ausnahmsweise kein Tacho gedreht, ja. Ja, ist toll hier, was hier alles so steht. Also wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen umschauen und nehmen euch da mit. Nee, schon hier an den Autos und nicht an den Lektüren. Aber wir können mal gucken, ob wir da gleich was finden. Aber ich brauche halt kein niederländisches Prospekt. Ne? Ja, hier haben wir einen schönen 190 SL stehen. An sowas habe ich bis vor kurzem noch oder ja, noch fast tagtäglich gearbeitet. Sowas kostet mittlerweile schon richtig Asche. Und daneben, wie so ein Sprung in eine andere Welt, ein GT4 RS. Cooles Auto, oder Kerstin? Ja, der kann auch was. Ja, schauen wir mal. Was soll denn mittlerweile so ein 190 SL hier kosten? Ja, 1,9 Liter logischerweise, deswegen auch 190er. Ne? Ja, schön. Ehemaliges Mille Miglia Auto. Ne? Ja, da hinten haben wir noch ein GT3 9&1 stehen. Ja, und die Leute sind echt hier interessiert, machen Fotos von so einem GT4 RS. Ist natürlich auch ein seltenes Auto. Carbon-Spiegelkappen hier.
schöne Räder drauf. Also das kann schon was. Ja, gute Farbkombination, aber sind beide schön. Der hier auch. Ja, da hinten haben wir natürlich auch einen richtigen Klassiker. Ich weiß, Kerstin mag 944 Porsche. Hat Klappscheinwerfer, sieht cool aus. Cooler Youngtimer hier. Deswegen, ja, wenn dann wird es dann... Meinst du, sowas läuft am Nürburgring wie Sand am Meer rum hier? Ja. Also Stahlbremse hat er drauf. Das ist ein Alltagsauto. Das ist ein Altersauto am Nürburgring. Ja, schlimm genug. Ja, 944. Wahrscheinlich das günstigste Auto hier auf der Messe. Soll 19,9 kosten. Der 924er ist noch günstiger. Ja, cooles Auto mittlerweile. Also wie gesagt, damit kann man sich auch mal sehen lassen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht auf der Straße. Macht mittlerweile schon was her. Hier bin ich immer noch skeptisch, 924. Ist nicht dein Interieur hässlich? Nein, der Teppich da in der Mittelkonsole, da ist alles teppisch. Ja, das war damals so, Kerstin. Braunes Armaturenbrett, das waren damals die Farben halt einfach, auch die Kombination der Farben. Ja, mit einem VW-Motor drin, das war Audi 80 Technik, ne? Das da vorne dürfte dann aber schon eine ganze Ecke teurer sein. 964, guck mal, den haben sie schön vom Lack gemacht, der kostet auf jeden Fall mehr. Das ist auch ein tolles Auto mit Recaro Pole Position drin. Wenn es ein echter RS ist, dann ist der auch die 180.000 leider wert mittlerweile. Ja, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Schönes Auto, ist auch eine schöne Farbe, ne? Ja, 928er Porsche hier, jetzt haben wir einmal die ganze Reihe durch. Der ist auch schön hier. Ja, innenblau, außenblau. Das Schöne ist, dieser 928 ist echt ein Schalter, das ist ja auch mal selten. Es ist kein S, sondern wirklich ein Basis 928. Wobei ich aber auch da sagen muss, das Ding kostet 28,9 und ich glaube, sowas ist das Auto auch wirklich wert, wenn der läuft und schön fährt. Also billiger gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Ja, mal erste Baureihe Porsche Boxster. Ja, zweitgünstigste Auto der Messe für 16 wahrscheinlich. Ja, was hier steht, ist schon sehenswert auf jeden Fall. Und kleben wir dem Golf jetzt Sanford und Nordschleife drauf, oder? Daytona. Ja, Daytona müssen wir aber noch ein bisschen dahin fahren erstmal. Ja, hier haben wir Hänger, Brian James, einmal flache und natürlich dann auch mit Aufbau da vorne. Ja, gibt schon schöne Sachen, wo man sein Track-Tool, Rennauto und so weiter reinsetzen kann, ne? Also für uns wäre es ja schon fast sinnig, sowas auch mal für die Arbeit zu beschaffen. Also ja, irgendwie müssen wir da noch mal gucken. Das hat aber mit Klassiker hier nichts zu tun, ne? Junge Klassiker. Schönes Auto. Ja, das ist schon ein schönes Auto, ja, das stimmt. Bei BMW, bei den Autos eben, fand ich aber schöner. Da gibt immer ein paar schöne Sachen, die man sich mal anschauen kann. Ja, das gibt es auch in Essen. Bisschen Werkzeug hier. Ja, es ist halt schon sehr voll hier und gut besucht, ne? Guck mal, der ist verkauft. Weißt du, was es für ein Auto ist? Na, schau mal. Das ist, wenn man es so will, ein ganz, ganz Vorgänger vom Nissan 350Z.
oder 370Z dann. Da wo Licht ist, das, da wo viele Leute stehen, das hört sich gut an. Ja, schön. Ich finde doch solche Messen hier, die haben immer so ein gewisses Flair. Ja, alte Alpha, die können auch immer was, werden bei uns im Youngtimer-Sport ja noch voll häufig eingesetzt. Ja, und gemachte Motoren haben auch richtig Dampf da, ne? Also wenn man dann Lust hat hier auf seinen Bugatti, dann kann man da vorne direkt im Filius einen den Kleinen noch mitgeben. Guck mal, Kerstin, hast du einmal groß und dann einmal passend dazu den Kleinen. So, ja, schöne Autos. Immer noch cool, ne? So ein 360 Ferrari Cabrio. Ja. Wie hieß denn damals noch dieses Rennspiel, wo immer der Typ mit der Blonden auf dem Beifahrersitz in dem 360, nee, oder 348 und 355 sind die gefahren. Das war ja nicht Ridge Racer. Ich hab's immer an den Spielautomaten früher. Also wer das weiß, kannst ja mal reinschreiben. Das war immer ein lustiges Spiel als Kind. Ja, schön. Ah, schönes Stingray Corvette. Toll. Der hat einfach eine tolle Form hier. Wenn man sieht hier A-Säule, das kurze Dach, B-Säule und dann das Heck, was so runtergeht mit der Glaskuppel dann drin. Also der hat jetzt geteilt, ne? Und das ist dann auch quasi die richtige Stingray, wie man so möchte. Ja, schon schön. Schön, schön, schön. Der Porsche ist auch ein Traum da vorne. Da fällt der Lotus hier direkt vor mir gar nicht auf. Ist ein bisschen was klein. Das könnte sogar Daihatsu Copen-Vorgänger sein, so klein ist das. Ja, schön. Gucken wir uns doch mal die Corvette hier an. Ja, tolles Auto. Wirklich, wirklich tolles Auto hier. Die Form, Heckform, ganz toll. Ja, Farbe, Ton in Ton, würde ich sagen, ne? Aber ist schon sehr geil hier auf jeden Fall. Das hat schon was. Also das Auto hat Stil, auf jeden Fall. Business Kerstin, auf jeden Fall gut beschäftigt hier. Ja, und einfach ein cooles Auto hier. Also da gibt es ja nichts. 360 ist für mich sowieso zeitlos. Heck an sich toll, Rückleuchten ganz toll. Ja. Und jetzt gehen wir mal rüber hier zu den Lancia Stradale. Hier haben wir auch so einen neuen, diese neue Variante, die ja irgendwie eine 500.000 kostet oder sowas. Da müssen wir direkt mal gucken gehen hier. Da geht jedem Rallye-Fahrer das Herz auf. Also wer E30 M3 mag, der mag auch immer Lancia Delta Integrale. Ja, schon geil. Für einen Schrauber der Horror. Geiles Motörchen, allein mit dieser alten Carbonabdeckung hier. Das ist irgendwie schon geil gemacht. Ansaugung hier, toll. Schräg sitzender Motor. Schön gemacht. Sehr cooles Auto. Bodenmatten unten aus Carbon. Toll. Toll, toll, toll. Ja, und hier haben wir dann die Art Straßenableger davon. Erstmal ist die Farbe super geil. Ne? Schöne Felgen auch drauf. Dann gehen wir mal hier Richtung Interieur. Ja, das hat doch mal Style hier. Also finde ich geil. Die Kombination ist schön. Farbe, super Metallic-Effekt. Man sieht richtig, wie das glänzt hier. Da darf man auch viel riechen. Also das gehört dazu. Schaut mal das. Echt traumhaft. Sitze, super vom Schnitt, schön vom Material. Fly-off-Bremse ist mit drin da vorne. Ja, das ist doch mal cool hier. Also das kann wirklich, wirklich was. Schön. Guck mal hier die Türverkleidung. Hier oben in Carbon. Ganz toll gemacht. Ja, und das ist auch vom Triebwerk hier ein Anblick, der sich sehen lassen kann. Also, ja, der junge Herr hat uns gerade erzählt, er fährt vorne den Rallye-Wagen. Das Auto hat 400 PS.
ist komplett aufgebaut im Prinzip von der Chassisstruktur, ist ein Rallye-Auto-Chassis und das Auto ist 5 Kilo leichter, obwohl es eine Rücksitzbank drin hat, gegenüber dem Rallye-Rennauto da vorne. Ja, und er sagt, es fühlt sich mindestens genauso gut an wie das Rallye-Auto, also ist ganz toll. Schön gemacht. Ja, sowas muss es auch geben. Das sind nun mal auch Klassiker, alles aus Frankreich. Was denn? Was da drauf? Ach so, okay. Also ein antikes Auto ist wie deine Frau, du darfst es anschauen, aber nicht anfassen, ja? DS Cabrio, Citroën, ja. Da schlägt mein Herz natürlich nicht so ganz für. Wenn dann hier so ein schöner Alpha steht, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr mein Fall. Guck mal, wie schön. Und guck mal, wie günstig. Auch sowas steigt im Preis hier. 2 Liter 16V. 75.000 für den GTV. Ja. Was hat der Christ drauf, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, sowas hat er nicht. Aber im Prinzip, er würde das mit Sicherheit auch fahren wollen. Ja, ja. Das ist eine alte Yamaha sogar. Ne? Guck mal hier. Das Auto ist dem einen oder anderen sicherlich auch noch bekannt. Tja, irgendwo tauchen die Autos immer wieder mal auf. Wo? Ach so, da. Ich erkenne jetzt erst den Löwen. Auf den zweiten Blick. Ja, hier, das finde ich krass. Das müssen wir haben. Ja, da vorne ist ein Boxster schon verkauft, 986 steht schon drauf. Ja, das ist noch, das ist schon restauriert, weil das sah bestimmt nicht so gut aus. Aber da ist, glaube ich, noch viel Arbeit dran, bis das mal wieder rollt. Ja, mehrere Hallen auf jeden Fall hier, also zu klein ist es auf jeden Fall nicht. Und hier ein Fest für Veganer, ja, gut für mich. Ja, so einen habe ich früher mal gehabt in Silber, aber ein schöneres Rad drauf. Ich hatte das Sportrad drauf. Ja, der hat auch PDK. Ich hatte einen Schalter. Aber immer noch ein schönes Auto. Auch zeitlos. Und billiger wird auch sowas hier nicht. Kostet jetzt 43 das Ding. Mit Stahlbremse. Tja. Ja, also es gibt hier schon sehr viel zu sehen. Jaguar E-Type haben wir hier vorne. Auch ein toller Klassiker. Findest du nicht schön da, so ein E-Type? Meine Mutter hatte früher mal eine Kundin, die fuhr so einen, auch als V12. Gab zwei Ausführungen natürlich, also V12 und V8. Ja, und wer dann richtig auf die Kacke hauen wollte, damals ist wahrscheinlich dann den V12 gefahren. Das war dann, glaube ich, gehörte zum guten Stil oder so. Das wird auch ein Klassiker von morgen hier werden, hundertprozentig. Ist einfach jetzt schon eine klassische Form schon immer gewesen und einfach ein super schönes Auto. Mercedes hin oder her, da haben sie was Gutes gebaut. So. Was haben wir denn da vorne? Der weiße, was ist das? Auch wenn zuerst jeder gesagt hätte. Nee, ist ein altes Rallye-Auto. Also auch wenn zuerst jeder gesagt hätte hier. Ein Lancia Stratos? Nein, es ist ein Ferrari. Ja. Müsste ein 328 sein als Rallye-Auto. Gucken wir doch mal. Ah, und verkauft ist er auch hier. Ja, ja, hier geht schon das eine oder andere Auto auch mal rüber. Ja, da kannst du GLP mitfahren. Hat ja einen Wagenpass. Ja, schön mit den Verbreiterungen hier dran. Kann schon was mit den Magnesiumrädern. Ah, toll. Gibt schon schöne Klassiker-Autos auf jeden Fall. Da haben wir auch noch einen Cayman, neuere Generation. Ja, Alpha 75 müsste das sein, ne? Ja. Ach so, echt? Panda 4x4, ja, mit Rallye-Aufbau. Mein Vater, der wollte mir sowas mal kaufen. Ja, ein ja. Panda 4x4 oder einen normalen Panda? Nein, 4x4. Ohne Witz, ja. Ja, und guck mal hier. Alpha 75, die gab es damals immer zu leihen am Nürburgring als Track, also als
quasi das Ringfreaks-Leihauto der vergangenen Zeit. Die sind auch viel gefahren da damals. Zu akzeptablem Kurs. Hier haben wir für 36,9 noch eine Corvette. Eine C3 dann da, müsste es sein. Ne? Hier steht alles original und hätte erst ein paar Kilometer gelaufen. Ja, und wenn das wirklich ein Indy 500 Pace Car ist, ja, dann ist es auch ein cooles Auto. Also sowas hat immer eine schöne Geschichte dann zu erzählen. Ne? In echt wirkt die Farbe anders als auf meinem Video jetzt hier. Es ist ein echt schönes Weinrot Metallic. Also tolles Auto, der Maserati hier. Ja, da haben wir wieder einen weiteren Jaguar E-Type da vorne. Also es ist schon viel hier. Also es lohnt sich hier mal hinzufahren. Und da bei Jakobs Klassik, also ein Vertreter aus Aachen, habe ich auch was Geiles gesehen. Da ist der besagte Maserati MC20, den sie bei Ferrari und Maserati Ulrich in Frankfurt nicht stehen hatten. Guck mal, ist das nicht schön, das Auto, Kerstin? Ja, da haben wir die Scheinwerfer. Also mir gefällt da vorne definitiv besser als ein 296 Ferrari. Und ja, auch ein wirklich tolles Auto hier. Gucken wir uns mal die Seitenlinie hier an. Ja, Maserati MC20. Komm ich. Halten wir den mal drauf hier, ne? Ist auch schön, also ich finde den super schön. Ne? Ja, da haben wir das Triebwerk 3 Liter Biturbo V6 ohne Hybrid wie beim Ferrari. Ja, und hat natürlich auch hier entsprechend eine wirklich schöne Optik. Also das kann schon was. Hier haben wir auch noch was Seltenes entdeckt. Wer weiß, was es ist? Es ist ein niederländischer Sportwagen, ein Fisker. Also, ich weiß sogar, damals ist irgendwie Dennis Rodman oder Shaquille O'Neal hatte so einen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es die Marke noch gibt. Also ein Spiker, Entschuldigung, Spiker, kein Fisker. So. Und angeblich sollen von dieser Baureihe Spiker nur 55 produziert worden sein. Aber das kommt auch damit hin. Ich glaube, die sind insolvent gegangen. 325.000. Der hier wird eine Ecke teurer sein, denke ich noch. Ne? Also es gibt schon, also es gibt hier nichts, was es hier nicht gibt. Das ist schon eine schöne Sache hier alles. Ne? Also mittlerweile gilt ja auch hier so ein, ja, sagen wir mal, 10, 15 Jahre alter Lambo als junger Klassiker. Ne? Ich weiß nicht, ob sowas mittlerweile Seltenheitswert hat, aber wenn Kerstin daneben steht, dann sieht man erstmal, wie klein das Ding als solches ist. Ne? Und das soll 32 kosten hier. Wahnsinn, ey. Suzuki LJ80. Natürlich geiler Zustand hier, ist alles restauriert. Da gibt es keine Schraube. Übrigens 8.8 hier, die nicht neu gemacht worden. Zeig mal. Na, da wird es auf jeden Fall kuschelig werden, wenn wir zwei hier fahren. Und dann kannst du dich hinten zum Sonnen hier aufs Abdach legen. Ja, das hier ist mittlerweile ein komplett restaurierter Klassiker, so hat das den Augenschein. Aber coole Farbkombination, wahrscheinlich wirklich Kosmos-Schwarz und dann weinrotes Interieur. Ne? Ja, schön. Ja, es gibt also auch mehrere Hallen hier. Haben wir offensichtlich so einen neuen KTM hier. Ich glaube GTX heißt das Modell, ausgestellt. Na, schauen wir doch mal. Und Pferdesachen. Aber wir bleiben bei Autos hier bei mir auf dem Kanal. Da wird noch nichts mit Pferden gemacht. Ja, Auto ist schon krass auf jeden Fall. Schöne Farbe. Kerstin, das wäre auch eine Farbe für mich. Ja, das kann was, ne? Ja, da musst du auf jeden Fall eine Folie drauf machen, ja, wenn du einsteigst. Nicht durchgehen. Guck, die beiden überlegen sich gerade noch, ob sie sich einkaufen hier. Ne? Der gute Etzel aus den USA. Kann nur US sein. Ja, Wahnsinn. Gehen wir gleich mal hier durch und dann schauen wir mal, was hier noch gibt.
haben wir hier die Mustang Garage. Schönes Auto. Also, Junge. Auch schöne, na, ich sag's nicht, schönen Vorbau von dem Herrn hier. Ja, toll. Guck mal, das ist so ein geiles Ding. Lamborghini Countach. Schön, guck mal doch mal. Ja, die guten alten Campagnolo-Felgen drauf. Ja, das Auto ist ja jedem bekannt, spätestens seit auf dem Highway ist die Hölle los. Der hat jetzt einen Flügel, es gab ja auch welche ohne Flügel, ne? Ja, Motor war echt aufwendig hier, auch die Einspritzanlage bei den Autos. Der ist gegangen, der gemacht, in Arndt, also ja, schon Wahnsinn. Ja. Und innen drin, ja, viel Platz ist da jetzt nicht. Das ist schon relativ eng. Lenkrad steht sehr gerade, also boah, das wird schwierig für mich, glaube ich. Ich glaube, das ist wie im F40, da passt man nicht so richtig rein. Ne? Ja, zu jedem Turnier und zu jedem Oldtimer-Klassik-Messe gehört natürlich auch die richtige Kopfbedeckung hier. Und welchen suchen wir dir aus? Leoparden oder die Fellen? Ja, und hier haben wir einen Maserati und das war damals besonders. Der hatte hinten, ja, wie man das sieht, konnte man da reinschauen. Also es war transparent in der Glasgeschichte. Ja. Maserati Cam irgendwas. Camsia. Ja, naja. So, ich habe das mal gesehen, dass die hinten, guck mal, durchgängig da sind. Kannst du hinten reingucken, was wer im Kofferraum hat. Wir haben einen Stand von Schumacher Classic und Racing aus Aachen. Ja, und da gibt es doch schon hier ein paar sehenswerte Geräte. Also das ist schon Wahnsinn. Guck mal, der Motor von dem Bentley. Auch die Art der Aufbereitung ist heftig da. Schon sehr gut. Ja, schöne Autos hier auf dem Stand. Jetzt gucken wir mal in der zweiten Halle, was sich hier noch so verbirgt, nachdem wir uns mal gerade ein bisschen gestärkt haben. Kerstin sagte, an vielen Ständen gibt es immer ähnliche Autos, aber es ist ja nun mal auch so. So groß ist das Spektrum jetzt nicht von gefragten Youngtimern und Oldtimern. Ja, dann gibt es auch noch die richtige Bekleidung hier fürs Fahren. Und welche haben Fianormen? Brauchst du einen? Ja, schön. Guck mal, und? Willst du eine Ente? 2770 Kilometer die Ente. Wahnsinn. Schönes Boot. Vom Alpha. Zwei Liter. Ja, schön. GTV. Ja, tolles Auto, ne? Da vorne habe ich was Geiles gesehen. Nicht nur jetzt hier ein paar Porsche. Immer schön. Gibt ja auch keinen Porsche, der nicht irgendwie schön ist, ne? 924 mal abgesehen davon. M3 Limousine, E2, also E90. Da sind wir dran vorbeigegangen. Da, der gute 316i Kompakt in E36, der rote. Ja, man, Z4M Roadster. Damals auch ein recht tückisch zu fahrendes Auto. Als Coupé da vorne noch mehr. Ja, der hat vom M 3 E46 Competition-Räder drauf. Ich nehme an, dass es keine CSL-Felge ist. Aber der ist schon sehr schön. Also den finde ich immer noch cool, Kerstin. Z4M Coupé. Ja, und mit dem Heck ein sehr tückisch zu fahrendes Auto.
durch den etwas kürzeren Radstand gegenüber dem E46 M3 war ja immer ein Schalter, den gab es gar nicht mit DSG oder DKG, aber schön von innen schwarz mit dem Leder in Carbonstruktur, so muss das sein. Ja, das ist toll, das Auto hier. Ja, und wenn da mal, wie gesagt, keine Rev-Matching war oder man selber die Drehzahl anpasste, ja, dann schnappte der schon mal mit dem Heck. Aber tolles Auto hier mit den 4 Auspuffrohren. Das kann auf jeden Fall was. Ja, jetzt sind wir bei BMW Bergwerf. Ein Händler, der, ich weiß, dass immer gute Autos da stehen hat. Ja, und dann haben wir hier direkt mal einen E30 M3, der bekannte S14. Ja, 130 wollen die dafür haben für das Auto. Erste Hand, 23.600 Kilometer. Ja, schauen wir doch mal. Also Räder sind definitiv nicht mehr original. Es ist ein BBS-Rad drauf. Natürlich trotzdem ein Traumauto. Dann gucken wir uns mal den Zustand von innen hier an. Ob der mal aufbereitet worden ist oder nicht. Ja, Sitze. Na, ja, auf jeden Fall mal aufbereitet. Aber es könnte noch Originalleder sein, ja. Ja, schönes Ding, klassisches Auto. Toll. Was die nicht am Stand haben, aber hier direkt daneben, 8er Coupé. Und damals natürlich die Spitzenklasse. Ja, ist natürlich auch ein... Ja, ja, natürlich haben die noch Kassettenrad. Das ist aber auch noch einer der ersten 8er Coupés, denn der hat nur das Vor-Facelift-Lenkrad aus dem ersten E34 quasi. Ja, und das war aber damals eine... Guck mal, ist doch immer noch vom Design her nicht scheiße oder so, ne? Ja, das ist nur für die Jacke und für den Dackel, ne? Da ist gar nichts mehr, Mann. Ja, ist für den Dackel. Da kannst du einen Dackel draufsetzen. Aber hat doch immer noch ein schönes Armaturenbrett. Ist doch nicht altbacken, das Auto. Ja, damals war das noch ein Tuning, was es nicht von BMW gab hier. Dann war hier die gute, was hat er? Keine Ahnung, kein Kenwood. Ja, schön, 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 schön. Hier sind natürlich auch Autos, nicht nur Engländer jetzt, moderne. Ein 430 Cup Lotus, also das ist natürlich eine geile Karre hier. Eine gute Waffe auch für die Nordschleife, das Auto. Aber hier, das sieht mir schon schön aus hier. Na, gucken wir mal, was die hier haben. Guck mal, 3 Liter, wenn es ein echter CSL ist von Alpina, hat auch die richtige Farbe. Damit könnte man auch mal GLP fahren, Kerstin. Aber noch schöner finde ich eigentlich den Alpina hier mit den Alpina-Streifen im Blau. Also, das kann schon was. Ich glaube, die haben ein paar gute Autos hier stehen. Da hinten sehe ich noch einen 2002. Ja, wenn das wirklich ein 3 Liter CSL sein soll, dann kostet der... dreieckig Geld hier. Ja, ist ein Liechtensteiner Auto. Ja, soll wohl komplette Historie vorhanden sein. Ein echter 3 Liter CSL sein. Da mit den Haubenklipsen. Ja, den B7 Turbo. So einen hatte ich schon mal in der Firma damals, wo ich gearbeitet habe. Da gab es immer Probleme mit der Einspritzanlage. Ich würde jetzt lachen, wenn das sogar das Auto hier war. Ich glaube, ich bin sogar mal ein Stück mit dem Auto gefahren. 330 PS. Baujahr 86. Ja, 2002 Ti. Auch ein schöner Klassiker hier. Tolles Auto. Damals haben die nicht viel gewogen. Schöne zeitgenössische Farbe. Sowas finde ich toll. Beim Abarth hier aufgestellte Haube, das gehört auch dazu. Ja, toll. Wir haben einen TII. Der müsste dann ja schon, glaube ich, Einspritzung haben statt Vergaser. Ja, wenn das nicht cool ist hier, also damit kann man auch heute noch fahren. Auch mal eine Runde über den Ring, das hätte doch was. Eine schöne Altherrenrunde. Ich meine, bei der Youngtimer Trophy fahren solche Autos ja noch mit und die werden auch nicht geschont. Von daher, wer da Spaß dran hat, ruhig mal da gucken gehen, da geht einem doch richtig das Herz auf. Ne? Ja, 75 kostet das Ding jetzt. Wahnsinn. 160 PS. Das war eine Ansage damals hier.
Und dann machen wir die 02er Reihe auch voll. Hier haben wir tatsächlich einen 02er Turbo stehen, der dann auch die Verbreiterungen drauf hat gegenüber diesen Kotflügeln hier. Und schönen Gruß an den Gerd. So ein Auto, das stand bei uns quasi nebenan früher, wie ich ein kleines Kind war, und rottete zusammen in der Garage. Der hat da nie wieder was mit gemacht. Schauen wir uns den mal an und dann gucken wir auch mal, was der jetzt kosten soll. Weil ich glaube, wenn der so restauriert ist, ist der nicht sehr günstig. Ja, das hatten die damals, dieses Kombi-Instrument da rot hinterlegt. Schönes Lenkrad hier. Ja, und das war natürlich damals ein Porsche-Killer. Ne? 170 PS hatten die schon in Serie. Und da gab es ja damals dann auch diesen Aufkleber mit Rechtsfahrgebot, dass man das bitte beachten sollte. Das war ja verpönt. Und zu Zeiten der Ölkrise ist ja dann leider das Auto auch nicht so häufig verkauft worden, wie es hätte sein sollen. Ja, da haben wir einen 02er Turbo, 155.000. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Schau mal, wir haben einen 3 Liter SI, der ist schon eine ganze Ecke günstiger auf einmal. Das Ding ist auch nicht perfekt jetzt restauriert, aber steht für 29 hier. Und das hier soll einer der letzten der Baureihe sein. 355 GTB, 52.000 gelaufen, der hat schon F1 Getriebe, das war damals gar nicht mal so geil. Da haben sie alle gedacht, das ist die Zukunft, aber ja, und da wollen die 125 für haben. Oder? Wahnsinn, wie die Preise abgehen. Also ein Schalter wäre mir da lieber, um ehrlich zu sein. Ja, und das ist mittlerweile auch eine Rarität, auch wenn das keiner haben will. Also so wahrhaben will, dass das schon als Raritätenstatus gilt. Golf 5 R32, der letzte quasi, mit einem 3,2 Liter, 250 PS. Ich finde den Preis für 22,9 für ein Auto in dem Zustand hier eigentlich sogar fast fair.